lassen, Motorräder, was? Johnny, ob ich mal mit so einem Jungen mitfahren darf? Das wirst du schön bleiben lassen. Warum denn? Weil ich das sage, okay? Lauf nach Hause und hilf Maria mit dem Abendessen. Sie ist aber nicht hier. Wo ist sie denn? Sie hat gesagt, du wirst ja wahrscheinlich doch in die Stadt fahren und da sollst du auch gleich essen. Olaf, du. Danke, das freut mich. Das ist eine Spezialität von dir, was? Ich hab's heute zum ersten Mal gemacht. Was soll ich dir glauben, Baby? Dir ist wohl zu heiß, was? Nee, das ist mein Bruder. Ach so. Wirklich? Dein Bruder? Ja. Hey, komm mal her. Hey, komm doch mal her. Sag mal, hast du pornografische Bilder von ihr? Naja, du weißt schon, was ich meine. Hey? Ja, sonst kannst du von mir ein paar kaufen. Die Party ist vorbei. Sie schulden mir noch Geld, Firma. Verschwinde hier. Nicht bevor ich mein Geld habe. Tatsächlich, hä? Taggart, dieser Indianer hier möchte gern gehen. Moment mal, Dicker. Erst habe ich mal mit ihm was abzurechnen. Oh, das hat Zeit. Wenn ich aufhört, macht er ihn alle. Mach sie alle fertig. Was machen wir denn mit der fetten Wanze hier? Lass sie mal rüberwachsen. Halt, Dicker. Wir wohl vor wie Robin Hood, was? Der hat einen schöneren Bart. Au! Johnny! Ja, gespart. Das war schon ganz gut. Nur das nächste Mal musst du noch schneller sein. Jetzt möchte ich aber keine Bonbons mehr. Okay. Mach dein Testament, du Stinktier! Na, was ist denn nun Oberförster? Und so viele Schwierigkeiten? Schwarze, ja, mit deinem... Wir sollen aufhören. Jetzt müssen wir aber den armen Bengel hier rauslassen. Der stinkt uns ja noch. Oh. Gibt. Es gibt umsonst Bonbons. Es gibt Bonbons.
Blick, die sind gut für den guten Blick. Und hier ein Fischpulver, das so scharf ist, dass hier der Pickel weggeht. Die Bullen kommen. Wo? Was? Auf die Bullen kommen. Los, verschwindet alle. Alle, die Bullen fliegen auf. So. Los, die bringen schon alle was ab. Komm, schnell. Los, raus hier. Ein bisschen schneller, Jungs. Kinder, verschwindet, so schnell wie ihr könnt. Was ist denn los hier? Da sind sie! Fahrt hinterher! Die holen wir doch nicht mehr ein. Mr. Fillmore wird ein bisschen was dagegen haben. Der da im Lastwagen, das ist einer von ihnen. Hey, Baby! Ich hab ja gewusst, dass sie uns hier rausholen! Wenn ich mich nicht täusche, ist das Miss Tennisschuh, der kleine krimineller Bruder. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig, zurückzukommen? Hat sich das noch nicht rumgesprochen? Wir sind eingeladen. Sie scheinen das nicht zu begreifen. Geht es denn nicht in Ihren Kopf, dass dieser Laden verdammt unwichtig ist im Verhältnis zu... Verschwinden Sie! Sie sollen machen, dass Sie rauskommen! Nicht gerade voll, Ihre Kneipe. Sieht hier wieder ganz manierlich aus, der Schuppen. Ja, das gibt's. Ein paar Gäste haben gestern etwas randaliert. Na, nicht, ist das wahr? Geben Sie mir ein Schlückchen aus? Oder ist das zu viel verlangt? Aber bitte, bedienen Sie sich nur. Okay. Klasse, der Stoff hier. Besser als immer unser Pissbier. Sind das Freunde von Ihnen da draußen? Weil ich Sie angezeigt habe. Nun werden Sie eine Weile verschwinden, nehme ich an. Ich bin gespannt auf die Nummer, wie Sie die wegbringen wollen. Nun, ich habe immerhin 4 Polizisten draußen. Mit Gewehren. Kein Problem, die Hosenscheiße rauchen wir abends in der Pfeife. Deshalb sieht man sie so selten. Bengelchen, Bengelchen. Ich glaube, mit euch kann man eine ganze Menge Ärger kriegen. Aber nur, wenn es sein muss. Oh, es muss nicht sein. Ich werde die Anzeige gegen euch zurückziehen. Hm? Wie soll der Handel aussehen? Oh, nichts Besonderes. Ich will nur, dass ihr dieses Dorf hier dem Erdboden gleich macht. Habe ich einen Hörfehler? Ich verlange von euch, dass ihr ihre Häuser niederbrennt und das Dreckvolk in die Wüste hinausjagt. Warum denn? Nun, sagen wir ganz einfach, weil ich ihnen einen Denkzettel verpassen will. Einverstanden. Aber 75 muntere Sachen pro Rübe und so viel Bier, wie sie trinken und wegschaffen können. Die Anzeige gegen die Indianer nehmen sie zurück. Ich dachte, es ist vielleicht einfacher, wenn sie alle im Knast sitzen. Das ist wiederum mein Bier. Dann muss ich die Polizisten wieder loswerden. Aber wie? Wie ich Sie kenne, schaffen Sie das. Sagen wir 60. Und ihr könnt euch mitnehmen, was ihr wollt. Na gut. Hauen wir hier ab aus dem Drecknest. Was soll denn das bedeuten? Das weiß ich auch nicht. Aber gut sieht's nicht aus. Was ist los? Irgendwas nicht in Ordnung? Wer von euch ist Richard Robert Lee? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Na warte, Bürschchen. Du fragst nach Bull? Vielleicht erzählst du mir, was er getan hat. Meine Tochter vergewaltigt und sie ermordet. Das ist nicht wahr. Ich schwöre dir bei Gott, dass das nicht wahr ist. Sein Motorrad hat neben ihr gelegen. Ich bringe ihn um.
Und wenn du mir nicht sagst, wer er ist, dann bringe ich euch alle um. Das war nicht richtig von dir. Und wenn du noch einen Fehler machen willst, worauf wartest du da noch? Das ist doch nicht deine Schuld. Wir hätten sie schon im Laden fertig machen sollen. Dann wäre sie vielleicht noch am Leben. Oh, Johnny, das ändert jetzt nichts mehr. Hey, Johnny, Sie haben das Schwein gefunden. Irgendjemand hat ihn furchtbar zugerichtet. Es sieht so aus, als ob Sie ihm was abgerissen haben, was er um den Hals getragen hat. Sie haben ihm seine Jägermedaille gestohlen. Was für ein Ding? Hier, unterschreiben Sie mal. Kannst du, Schwein, nicht sagen, dass es dir leid tut? Es täte mir auch nicht leid, wenn sie das mit euch allen gemacht hätten. Irgendeinen machen wir dafür fertig. Also, Jungs, jetzt geht's los! Sie hat doch Grey Wolf Bull geschenkt. Wie kommt es, dass du es hast? Das weiß ich nicht. Du hast ihn umgebracht, stimmt's? Das war es nicht. Es war Seeley. Er hat es für Fillmore getan. Und das Mädchen? Hat er das Mädchen auch umgebracht? Ja. Warum denn? Damit er euch Indianer los wird und das Land zurückbekommt. Sie bauen hier wirklich den Staudamm. Hört auf! Sieh mal! Wo hast du das her? Taggart hat es gehabt. Fillmore hat die beiden ermorden lassen. Fillmore. Mr. Fillmore. Wir müssen hier sofort verschwinden. Warum denn, Taggart? Schnell, wir müssen uns beeilen. Was ist denn passiert, Taggart? Die Indianer kommen. Sie wissen alles. Was du nicht sagst. Hast du ihnen was erzählt? Du hast es ihnen gesagt, nicht wahr? Ich will wissen, ob du was gesagt hast. Du hast schön alles ausgeplaudert, nicht wahr, Taggart? Nun komm, Taggart. Ich wollte es ja nicht, du sagst aber schon. Sie hätten mich umgebracht. Von dem Laden hier wird genauso wenig übrig bleiben wie von Ihrem Baracken drüben. Geh raus und hol den Wagen. Okay. Hey, Gert. Wir haben eine Chance, aus dem Ganzen hier rauszukommen.
Aber das besprechen wir nachher allein. Das hier mit Tigger, das können doch die Indianer, oder? Oder auch welche von der Motorradbande gewesen sein. Und was ist mit mir, Filmon? Maria, such Maria, geh doch.